Hallo Elli. Na, Arne. Schön, dich wieder hier zu haben. Hallo daheim. Elli Schatztruhe mit einer neuen Folge, aktuell wegen des Kandidatenturniers. Ich bin ganz happy, denn meine Prophezeiung war richtig. Wobei, ich habe zwei Tipps abgegeben. Es ist dann, macht es mal einfacher. Ich habe gesagt Prag oder Gukesh. Und Gukesh hat es geschafft. Und was war deine Prophezeiung? Ich dachte eigentlich, oder ich war eigentlich davon überzeugt, dass Erfahrung wichtig ist. Deswegen hatte ich gedacht, okay, von der Wahrscheinlichkeit her, dass es Nepo ein drittes Mal schafft, klar, diese Wahrscheinlichkeit, wobei es ist immer wieder eine neue Wahrscheinlichkeit, ne? Also, aber unabhängig davon. Er war wirklich kurz davor, also. Er war kurz davor, aber ich hätte auf Nepo oder auf Nakamura getippt. Nakamura, muss ich echt sagen, ist sehr interessant und er hat es ja auch unglaublich weit geschafft. Hätte ja auch in der letzten Runde alles anders ausgehen können. Wieso Nakamura? Denn ich hatte den nicht auf der Rechnung. Ich muss nur kurz sagen, er ist der beste Schnellspieler der Welt. Ne? Also Bullet und Blitz ist wahrscheinlich auf einem Level mit Magnus. Und, aber ansonsten streamt er unheimlich viel. Und da habe ich mir gedacht, hat er genug Zeit gehabt, sich vorzubereiten oder so? Ich glaube, es wird ein bisschen unterschätzt, weil das Streaming natürlich nimmt das Kraft und Zeit weg. Aber, sage ich aber, er war der Spieler, der sich wahrscheinlich am wenigsten eine Platte darüber gemacht hat oder diese Hoffnung innerlich getragen hat, unbedingt gewinnen zu wollen. Er hat das ja locker gesehen, weil im Endeffekt seine Haupteinnahmequelle ist ja nicht das Schach, sondern das Streaming mittlerweile. Ja, eben, genau. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das stimmt. Und ich glaube, wenn du so locker an so ein Turnier gingst, ohne dir jetzt irgendwie Druck zu machen, ja, und diesen Druck, der wird bei Caruana vor allem sehr, sehr hoch gewesen sein. Bei Nepo gewissermaßen auch, weil auch die Ärgernis dahinter steckte, dass er gegen Ding Lian so nah dran war, das Match zu gewinnen. Das hätte er gerne heimgezahlt wahrscheinlich. Genau, deswegen war bei ihm auch eine große Hoffnung da, es vielleicht ein drittes Mal zu schaffen. Und deswegen, ja, dachte ich eigentlich, dass Nakamura in der Hinsicht gute Voraussetzungen hat, weil der Druck eben nicht so hoch gewesen ist. Ein sehr, sehr guter Punkt, den habe ich tatsächlich nicht wirklich richtig bedacht. Und das kann auch echt eine Menge ausmachen. Hast du denn, wir sprechen heute über Vidit und Gukesh, hast du einen der beiden jemals persönlich kennengelernt? Oh ja, natürlich. Ich war mit Gukesh in einem Team gewesen bei der Global Chess League und es gab auch eine lustige Geschichte beim Grand Swiss im Isle of Man. Weil wir hatten damals eine Wohnung gemietet, also vor einem halben Jahr oder so. Und irgendwann klingelte es bei uns an der Tür und da hat Fabio die Tür aufgemacht und da hatte ein indischer Herr nach dem Friseur gefragt. Und dann hat Fabio gesagt, nee, er ist kein Friseur. Und dann sagt dieser indische Herr, ich kenne dich doch. Und dann sagt er, ja, ich kenne dich auch. Und dann kam raus, das war Gukeshs Vater, der am freien Tag nach einem Friseur gesucht hat und den bei Fabio finden wollte. Okay, das ist ja niedlich. Unabhängig davon hatte ich, wie gesagt, bei der Global Chess League war der Gukesh damals in meinem Team. Der hat zwar dort nicht besonders gut gespielt und ich habe dann dem Vater nur gesagt, weil ich habe gesehen, wie traurig er aussah. Und habe dem Vater gesagt, der Junge ist so jung, der wird noch so viel in seinem Leben reisen, der soll sich jetzt wegen so einer Chess League nicht komplett fertig machen. Es ist ein Schnellschachturnier, es ist jetzt nicht sozusagen ein so wichtiges Turnier im Vergleich zum Kandidatenturnier oder zur Weltmeisterschaft, der soll es nicht zu hart nehmen, weil damals war, richtig, ich erinnere mich, Gukesh doch sehr am Boden zerstört, weil er unglaublich schlecht performt hatte bei dem Turnier. Aber letztendlich ist ja die Prophezeiung wahr geworden, er soll es nicht zu schwer nehmen, er wird irgendwann woanders was reißen und das hat er dann auch getan. Der Erfolg beim Kandidatenturnier, ist ja schon groß. Ja. Beim wichtigsten Turnier allerdings auch. Das kann man wohl sagen. Ja, jetzt ist natürlich noch, bevor wir jetzt anfangen, wir fangen wirklich gleich an. Was meinst du, Gukesh? Lieren? Ding Lieren? Na gut, ich glaube, Ding Lieren ist gerade in einer richtig krassen Formkrise, wobei heftig ich nicht noch weiß, ob das gesundheitlicher Natur ist, ob das psychischer Natur ist oder ob das nur eine Periode ist, also eine Phase, ja. Das ist unklar, dafür weiß ich zu wenig über die Personalie Ding Lieren. Wenn es nur eine allgemeine Krise ist, sehe ich das nicht so schlimm.
Wenn es aber etwas Gesundheitliches ist, dann ist ganz klar, ist Kukisch weitaus Favorit. Aber das sind Sachen, wie gesagt, intern Sachen kenne ich nicht. Und ich würde es auch Kukisch gönnen, dass er es schafft, weil er wäre dann derjenige, der jüngste Weltmeister in unserer Schachgeschichte. Und Unglaublich. das ist so ein netter Junge und der Vater ist mir auch so sympathisch, ist ein Chirurg, aber der verbringt jetzt die meiste Zeit damit, seinen Sohn zu begleiten, aber sehr, sehr bescheidene Familie, sehr, sehr höflich. Also eigentlich, ja, Wünscht man sich schon. man wünscht sich das, ja. Super. Okay, Leute, danke fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr auch schon vorgespult, ist ja voll, total legitim. Lasst uns heute über Vidit gegen Gukesh sprechen. Die Maus, die Tastatur ist deins, Hier. kommst du daran? Ja. Genau. Ich habe mir diese Partie ausgesucht, weil sie so wunderbar positionell ist. Also das, was du am liebsten hast. Ein Traum. Ja. Danke. Freue ich mich. Okay, zur Eröffnung werde ich nicht so viel sagen, weil das ist jetzt für uns an der Stelle nicht so spannend. Aber wir kommen zu den kritischen Punkten. Also es kam E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4. Das ist alles Theorie. Dazu gibt es nicht so viel zu sagen. Stimmt. Das war die Partie. Das war die Partie. Das war die Partie mit A6 und H6. Ja, kann man machen. Mit H6 verhindert man die Läufer Ja. G5-Variante. Aber A6 ist der ältere Zug. Früher hat man, oder nicht, A6 ist der ältere Zug. Heutzutage spielt man gerne mit A5, die ganzen italienischen Systeme. Ich frage mich, ob das jetzt wieder mehr in Mode kommt, A6 und H6 zu spielen, denn es war nicht seine einzige Partie, in der er diesen Randbauern einmal kurz nur ein Feld nach oben gezogen hat. Ich meine, ich denke, es passiert ständig, aber jetzt, wo er es geschafft hat. Sagen wir es mal so, hier der Zug Läufer E3 ist ein bisschen ambitionslos. Also ambitionslos in der Hinsicht, dass normalerweise Hauptfortsetzung hier eher mit C3, B4, Springer A3 solchen Sachen sind. Und man sagt zu Läufer E3, das sind immer solche Züge, wo man gar nichts riskiert, null riskiert Oh. und eher so das Ganze im Remishafen belässt. Oh, ich fand das immer ganz gut, weil man dann die Turmlinie auf hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar eine psychologische Sache war zwischen Vidit und Gukesh und dass Vidit vielleicht sogar im Endeffekt gegen Gukesh Remis zu machen gewissermaßen auch nicht unzufrieden gewesen ist. Bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls war Läufer E3 für mich ein Zeichen, dass ja, Vidit überhaupt kein Risiko eingehen wollte. Weil Läufer E3 zählt eigentlich, würde ich schon sagen, zu den sehr, sehr soliden Sachen, wo man nicht Okay. viel Risiko hat. So, D6, da jetzt schlagen auf C5 macht nicht so viel Sinn in solchen Stellungen, weil tatsächlich diese Struktur, auch wenn es ein Doppelbau ist, für Schwarz gar nicht unschön ist, denn man hat durch die halboffene Linie dann doch ein bisschen Druck, den man auch dann mit Turm D8 verstärken kann. Und ja, ein Problem ist halt auch, dass dieser Zug D4 nicht mehr wirklich Sehr schwierig. funktioniert, ne? Deswegen hat es auch hier wieder belassen, auf C5 zu schlagen. Es kam Rochade, C3, Turm E8 und jetzt nach B4 ist es natürlich sinnfrei, nach A7 zu gehen, weil dann wird tatsächlich auf A7 geschlagen und der Springer oder Turm stehen beide etwas komisch. Deswegen an der Stelle genommen und Läufer E6 gemacht. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon, Arne, zum ersten kritischen positionellen Moment. Ich drehe mal das Brett rum. Oh no. Und ich frage dich jetzt, oder ich gebe dir eine Auswahl von zwei Zügen. Okay. Ja? Euch Also, auch daheim. genau. Ihr habt die Wahl zwischen Läufer schlägt E6, gefolgt von Springer C4, ja? Als Plan, damit Ja. ich auch erkläre, warum Läufer E6 hier nicht Ja, unlogisch ja, ist. ja. Oder den Zug B5 mit dem Plan, den Springer zu vertreiben, logischerweise, ja? Für welchen der beiden würdest du dich entscheiden? Puh. Und warum wahrscheinlich auch? Möchtest ein Warum? Statement? Ich kann ja auch einfach reinraten und sagen, den finde ich gut. Ja, du könntest mir sagen, warum du denkst, dass der eine Zug besser als der andere ist. Ich sage nur so viel, der Computer macht hier einen Unterschied zwischen beiden Zügen in der Bewertung aus schwarzer Sicht. Also ich meine, ich gehe sehr stark davon aus, dass nach B5 die Türme abgetauscht werden, was ja, wenn man eh schon diesen Läufer auf E3 abgetauscht hat. Es macht es rückt schneller ins Endspiel rein. Jetzt frage ich mich allerdings, du hast ja gesagt, gefolgt von Springer C4. Was will der Springer denn da? Also Der ich meine, Springer natürlich hat auf er ein D2. schönes
fällt, aber weil er auf D2 so schlecht steht, meinst du? Nee, du, das heißt, Läufer schlägt E6 ist einfach, das Ziel davon ist einfach zu sagen, okay, man macht ein Feld auf C4 für den Springer frei. Ja. Und wenn der Springer auf C4 steht, dann kann man zum Beispiel auch nach B5 mit solchen Sachen wie Springer A5 geht zum Beispiel gar nicht mehr. Und dann mit dem Springer auf C4 kann man B5, B6 Ideen vielleicht auch noch inkludieren. Oder auch mit dem Springer auf C4 gefolgt von D4 Pushings oder wie man das auch immer auf Deutsch nennt. Dann ist der E5 mehr unter Druck. Also ich halte Läufer schlägt E6 für aktiver, während B5, wie du schon gesagt hast, mit Wiedits Idee, dass man vielleicht in den Remishafen geht ein bisschen. Das also B5 so ist Idee. Eher, objektiv gesehen, das ist ein aggressiver Zug. Das heißt eigentlich nicht, dass man mit B5 den Gegner irgendwie versucht zu vermitteln, dass man jetzt Remis machen will. Es kam mir weniger aggressiv vor, B5, komischerweise. Aber vielleicht, ja, musst du mir gleich erklären. Also ich hätte den Läufer geschlagen, Springer auf C4 gebracht. Das wäre auch schlau gewesen. Na siehste. Also der Zug B5 ist hier ein positioneller Fehler. Aber das zu verstehen oder zu erklären, ist nicht einfach zu verstehen. Warum? Weil wird jetzt ja auch nicht ein Spieler mit 2-1 ist, sondern mit 2-7 und selbst er hat das nicht verstanden. Jetzt nach B5 baut sich ein Spannungsfeld auf. Ja? Das ist erst einmal die erste positionelle Diskussion, die wir jetzt führen. Okay. B5 ist ein Spannungsfeld, denn es gibt eine Gegenüberstellung zwischen zwei Bauern. Und wir haben ja diese drei Formen der Spannung. Ja? Man Ampere, Watt, achso. Nein, nicht diese. Also man löst die Spannung auf, wenn man keine Wahl hat. Oder man löst die Spannung auf, wenn man Material gewinnt. Mhm. Oder man löst die Spannung auf, wenn man daraus irgendeinen Vorteil zieht. Wenn wir jetzt aus Sicht von Schwarz uns genau über diese drei Fragen hier natürlich an der Stelle, ob wir A schlägt B5 machen oder nicht, ja, ist die erste Frage erstmal, die wir uns aus schwarzer Sicht stellen, müssen wir A schlägt B5 spielen? Ist das Pflicht für uns? Verstehe. Ich glaube, ich bin automatisch davon ausgegangen. Aber es gibt noch Springer A5 wahrscheinlich, ne? Springer A5, Springer B8, gibt es schon verschiedene Züge, ja? Springer B8, ach so, okay. Gibt es auch, ja. Das ist die erste Frage. Also nein, wir müssen nicht nehmen auf B5. Die zweite Frage ist, wem nützt das Schlagen auf B5 mehr? Also Material gewinnen wir ja nicht, deswegen habe ich praktisch diese Kategorie ausgelassen. Aber wem nützt das Schlagen auf B5 mehr? Wenn du mich jetzt, gut, dann hätte ich es falsch eingeschätzt, aber wenn du mich jetzt noch ein zweites Mal so fragst, dann wahrscheinlich weiß. Ja, weil im Endeffekt weiß schon, was die A-Linie angeht, schon besser mit seiner Figurenkonstellation hier natürlich. Zum Beispiel, ich gebe mal eine Variante an, wir nehmen, er nimmt, ja, und wir spielen jetzt Springer A5, dann wird wahrscheinlich hier genommen. Du nimmst irgendwie wieder, lass es Turm schlägt E6 zum Beispiel sein. Und dann steht der Springer auf A5 auch so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Hat das mal keine Perspektive und gurkt hier rum. Und genau aus diesem Grund ist A schlägt B5 hier auch gar nicht so schlau. Denn wenn wir die Alternativen berücksichtigen, indem wir die Spannung belassen, zum Beispiel der Zug Springer B8, der sieht hier gar nicht so ungesund aus, wie er scheint. Denn mit Springer B8 decken wir den A6, sodass B schlägt A6 aus Sicht von Weiß ein positionelles Zugeständnis wäre. Denn dann ist der A4-Bauer ein Einzelbauer. Mhm. Und im Endeffekt ist jetzt das Problem nach Springer B8, dass Weiß eine Spannung hat, die er aber nicht auflösen kann, ohne ein positionelles Zugeständnis zu machen. Okay. Bedeutet im Umkehrschluss, dass Schwarz sich aussuchen kann, ob er nimmt oder nicht, während Weiß objektiv gesehen sich das nicht mehr aussuchen kann, denn B schlägt A6 ist immer ein positioneller Nachteil. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, B5 ist tatsächlich auch ein positioneller Fehler, weil die schwarzen Felder dadurch schwach werden. Ja? Das A5-Feld ist jetzt nicht wichtig, aber dieses Feld auf C5, eventuell später mal mit Springer D7, Springer C5, könnte eine Sache sein, die andere Sache könnte aber auch das Feld B6 eventuell sein mit all diesen Figuren auf Weiß. Aber das größte Problem ist, dass die Spannung, die wir jetzt haben, genau in dieser Konstellation Weiß den Schaden einbringt, dass er sie nicht auflösen kann, ohne daraus ein Defizit zu bekommen, während Schwarz sich aussuchen kann,
Wasser daraus macht und das zu einem langen, in einem relativ langen Zeitraum. Deswegen ist B5 hier ein positioneller Fehler, weil jetzt eine Spannung entstanden ist, die negativ ist für Weiß. Da Weiß, sobald er sie auflöst, immer das Problem hat, seine Bauernstruktur zu schwächen. Okay. So viel erstmal dazu. Ist aber unglaublich schwierig zu verstehen. Der Computer zum Beispiel, das fand ich interessant, der gibt einen Unterschied. Bei Läuferschnitt E6 sagt er 0,0. Bei B5 gibt das Schwarz bereits etwas Vorteil. Und vermutlich genau deshalb, weil das Spannungsfeld, was jetzt entstanden ist nach Springer B8, negativ ist, aber aus Sicht von Weiß, weil Weiß die Spannung nie ohne Zugeständnisse auflösen kann. Und Schwarz hat eine gute Möglichkeit, sich das auszusuchen. Plus natürlich, der Springer auf B8 hat über D7, C5, B6 unglaublich gute Möglichkeiten, sich zu entfalten. So viel dazu. In der Partie kam jetzt Läufer schlägt E6, Turm E6, Dame C2. Jetzt, weil der Druck auf A6 nicht mehr da ist, durch das Abtauschmanöver auf E6, hatten wir natürlich jetzt auch aus schwarzer Sicht die Zeit, auf Springer mit Springer BD7 fortzusetzen, denn nach BA6 kommt wieder Turm A6 und das, wie wir wissen, ist wieder gut für Schwarz und negativ für Weiß. Jetzt kam D4 und auch der nächste Zug, den fand ich aus Sicht von Gukesh sehr spannend. Und dieser Zug ist Dame E8. Da wird es ja echt eng nach D5, ne? Ja gut, D5. Aber vielleicht ist das eine Provokation. Na, pass auf, jetzt kommt ein sehr spannender Moment. Das ist eigentlich, jetzt kommt der Schlüsselmoment in der ganzen Partie. Okay. Dieser Moment entscheidet über Niederlage für Weiß oder nicht auf positionellem, nach positionellem Gesichtspunkten. Goodness. Denn das Problem ist, es droht Schlagen auf D4 und der E4 hängt. Richtig? Es droht E schlägt D4 und Springer schlägt E4. Verstehe. Das heißt, Weiß hat nur zwei Möglichkeiten. Das war die ganze Drohung. Okay. Entweder er macht D5 und schließt den Laden mit dem Zugeständnis, das Feld C5 aufzugeben, was positionell natürlich gewissermaßen ein bisschen hässlich ist. Ja. Oder er spielt Turm AE1, das deckt den E4, hat aber das Problem, dass er von der A-Linie weicht. Und jetzt frage ich dich, D5 oder Turm A1, für welchen dieser beiden Züge würdest du dich entscheiden? Und das ist auch eine Frage für euch zu Hause. Denn diese Frage ist durchaus super schwierig zu beantworten. Mhm. Und Widdet hat diese Frage falsch beantwortet, was ihm am Ende sozusagen die Niederlage einbrachte. Krass. Okay, ja, dann müssen wir mal ein bisschen gucken. Ne? Das ist ja jetzt wieder eine ausgefallene Geschichte. Also ich meine, nach D5 kann man nicht sofort Springer C5 spielen. Ich glaube, man muss den Turm zu E7 spielen. Mhm. Was wäre denn, wenn man dann den Springer zu B3 spielt, um Springer C5 zu verhindern? Man deckt ja immer noch den E4 mit der Dame. Wäre so eine Idee von mir gerade. Denn dann habe ich das Gefühl, dass Schwarz recht eingeengt ist dadurch. Gut, aber dann könnte der Springer zu B6, C4... Oh, B6, C4... Naja, aber da wird stundenlang rumgerechnet. Gut. Turm A auf E1... Da haben wir ja schon, na gut, dann geben wir die A-Linie auf. Sprich, wenn Bauer A6 Bauer B5 nimmt und zurückgeschlagen wird, dann hat Schwarz eine offene Linie. Und das weiß ich von Ellis Schatztruhe. Das ist immer gut. Also, und, okay, Turm AE1 schlägt. Kann man den einfach stehen lassen? Ist da irgendeine Taktik drin? Also nach Turm AE1, E schlägt D4, kommt einfach ED4. Das heißt, du hast dann den E4 gedeckt. Die Frage ist, was ist für dich das schlimmere Zugeständnis? Die A-Linie abzugeben oder das Feld C5 aufzugeben? Letztendlich ist das erstmal die Hauptfrage. Unabhängig davon, das ist nur eine Frage von zwei Fragen. Die zweite Frage ist auch die weiße Strategie auf Dauer. Mit D5 oder mit Turm AE1, beziehungsweise die schwarze Strategie danach. Ja, ich kann es dir nicht beantworten. Der Unterschied leider, aber hier übrigens in Einheiten ist, nach D5 oder nach Turm AE1 schwankt der Computer bei 0,5 Einheiten.
Das heißt, einer von beiden ist um 0,5 nochmal minus also dazu. Also bei Top-Level ist das schon recht das ist signifikant. Im Endeffekt, den Zug, den hier Widdett gemacht hat, war der Anfang vom Ende. Gut, ich hätte bei einer Blitz- oder Bullet-Partie hätte ich wahrscheinlich D5 gespielt und dann Springer B3. Aber, oder ich hätte was ganz anderes gespielt, um ehrlich zu sein. Du hättest einen Bauern auf E4 erstmal geopfert, obwohl du ihn eigentlich eingestellt hast. Ja. Ich glaube, ich hätte die Türme versucht zu verdoppeln. Gut, also D5, aber ich kann nicht genau sagen, warum. Ich glaube, doch, weil ich zwinge irgendwie Schwarz. Aber vielleicht war das ja genau das, was Schwarz wollte. Ich weiß nicht. Muss jetzt auflösen. Im Endeffekt hast du recht, D5 wäre der stärkste Zug gewesen. Nicht so wirklich, weil ich ja auch nur rate. Ja, aber der Grund dafür, den kann ich auch erklären. Wenn wir uns jetzt diese Stellung angucken, ja, dann ist ja gerade die Mitte offen und der Damenflügel offen. Wir wissen aber, dass der Damenflügel für Weiß bereits problematisch ist. Mhm. Und wir kennen das Prinzip der zwei Schwächen. Das heißt, wenn du praktisch eine Schwäche hast und dann auch die andere sozusagen mehr oder weniger zulassen würdest, dann wird es schwierig. Und mit Turm A1 zum Beispiel ist das Problem, wir haben jetzt erstmal mit Weiß die Schwäche auf der A-Linie. Ja. Und wenn du jetzt noch D5 irgendwann machst, weil du meinst, die Schwäche auf E4 ist doch zu schlimm, dann wäre auch noch das Feld C5 im Eimer. Das heißt, wir hätten dann mit der A-Linie-Schwäche und dem E4-Bauern zwei Schwächen. Mhm. Mache ich aber, und das ist interessant, den Laden zu, ja, nach D5, Turm E7 und sagen wir mal C4. Dann ist der Witz, dass jetzt nach dem Schlagen ich sogar mit dem C-Bauern nehme und sage, okay, du hast jetzt auch eine Schwäche. Der Springer C5 kann vielleicht eventuell sogar mal mit Springer B3 Ideen abgetauscht werden. Aber der Damenflügel ist nicht offen bis jetzt. Also die A-Linie hat noch nicht der Schwarze im Besitz. Die Mitte ist zu und jetzt kommt das und. Ich habe auch meine taktischen Möglichkeiten am Königsflügel, weil da hat Weiß durch die halboffene Linie. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja. Deswegen, diese halboffene Linie, das fand ich ja deswegen Türme verdoppeln, aber das mit dem Springer habe ich gerade überhaupt nicht. Also, es wäre gar nicht gut, hier für Schwarz auf B5 zu nehmen, weil nach CB5 auch Probleme entstehen. Zum Beispiel Springer C5, sagt dir der Computer, und diese Stellung ist alles andere als klar, weil das auch Turm schlägt F6 Motive drohen. Also, Weiß hat hier seine dynamische Kompensation für die Felderabgabe auf C5. Ja, lustig. Man schließt die Stellung, aber hat dadurch mehr Kraft. Sag mal, was passiert denn, wenn man nach D5 C4 Springer C5 spielt? Weil das war ja die allgemeine Drohung. Ja, das meine ich ja. Also zum Beispiel jetzt Springer C5, sofort hatte ich ja gerade gesagt, machen wir Springer A4. Und jetzt habe ich einen relativ einfachen Plan für Weiß. Ich werde verdoppeln, vielleicht auf F6 reinknallen, wenn du mich lässt, ja. Und habe auf der F-Linie bzw. am Königsflügel mein Spiel. Während der Damenflügel zwar unter Druck steht, aber er ist noch zu. Mhm. Das heißt, AB5 ist für uns erstmal keine Gefahr. Aber Elli, wie finde ich mit meinem Niveau als nicht positioneller Spieler, ich meine, das leuchtet, das ist ja wie, das klingt alles schön und gut, aber wie finde ich denn so eine Idee? Oder so ein, muss ich im Kopf ganz viel rechnen? Muss ich mir diese Regeln wiedergeben? Das hat nichts mit Rechnen zu tun, sondern das hat was mit Verständnis und Weitsicht zu tun. Denn du siehst das hier, mir. Nach Turm AE1 ist, das ist nicht mit Weitsicht, hier ist die A-Linie in schwarzem Besitz. Das heißt, du genau, das war hast mir klar, das Zugeständnis, ja. Du gibst die A-Linie auf, aber du hast auch noch das Problem mit dem Druck auf E4. Das also, heißt, die zwei Schwächen, was ja, du ja schon ja, der Logik nach sind das zwei Schwächen. Aber nach D5, klar ist der E4 gewissermaßen immer noch wackelig. Aber gerade stabilisiert und auch die A-Linie ist noch zu. Und die bleibt hier auch zu nach C4. Auch wenn wir vielleicht mit A4 einen wackeligen Bauern haben. Und der Vorteil allerdings von D5 ist, wir gewinnen Raum. Ja. Raum ist immer gut. Plus, dass natürlich Turm auf E7 und Dame auf E8 auch nicht so Bomben stehen auf einer geschlossenen E-Linie. Okay. Und genau aus diesem Grund wäre D5 hier richtig gewesen. Und hinzu kommt natürlich noch die dynamisch-taktische Komponente, dass wir durch den Raumvorteil und die halboffene Linie, die halboffene F-Linie, unsere taktische Kompensation gegen den Schwarzen König haben.
Stattdessen aber macht Wiedit Turm E1. Und für mich war das eigentlich erstaunlich. Klar ist D5 auch nicht schön zu machen, ja? Vor allem, wenn du weißt, du gibst das Feld C5 ab. Dennoch ist es für mich erstaunlich, dass Turm AE1, wenn man das sich ein bisschen tiefer sich mit dieser Sache beschäftigt, müsste man eigentlich zum Entschluss kommen, dass nach AB, und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter rechnen würde, dass diese Stellung alles andere als schön ist. Und jetzt bist du am Zug. Was würdest du hier spielen, Arne? Als Schwarz würde ich was wäre denn mit, okay, das hilft nicht, muss ich mir irgendwas überlegen? Überrasch mich doch mal mit etwas, was ich dir beigebracht habe. Okay, was will die vier magischen Regeln? Ja, die vier magischen Fragen. Ja. Fragen. Was will unser Gegner? Mit Turm AE1 eigentlich nur prophylaktisch E4 decken. Genau. Welche Figur kann ich verbessern? Springer D7. Oder? Dame E8. Ja, die Dame E8. Wo wollen wir denn die Dame in Zukunft sehen? Den König matt machen. Vielleicht... Wir haben gerade den Vorteil übrigens am Damenflügel ausgearbeitet. Ja, wenn Dame ich das mal so... B8? Nein. Wir wollen... Was ist unser großer Vorteil an dieser Stelle? Dass wir die offene Linie haben. Ja, wenn wir eine offene Linie haben, welche Grundregeln kennst du zu einer offenen Linie? Auf einer offenen Linie sollte man verhandeln. Doppeln. Ja. Also Turm A3. Nee, wird sofort angegriffen. Turm A7. Nein, was ist auch ist bei Turm A5, dann greifen wir gleich den. Okay. Turm A5, um ja, die Dame entschuldigt, dann. Entschuldigt. Die Dame dann nach A8 zu führen. Okay. Und damit okay. Verbesserst du die Dame tatsächlich. Wir wissen auch noch nicht genau, ob der Springer nicht die Aufgabe besitzt oder besitzen sollte, noch auf längere Sicht den E5 zu decken. Ob der auf B6 so viel besser steht, wissen wir noch nicht. Mhm. Aber wir wissen definitiv, dass eine Verdopplung auf der A-Linie für uns vorteilhaft ist. Deswegen Turm A5, C4 und Dame A8. So weit, so gut. Sehr gut sogar eigentlich. Ne? Wird man sich wünschen, schwarz zu sein hier, glaube ich. Genau, jetzt kam H3. So schnell geht das. Wieso komme ich nicht auf sowas? Ärgerlich. Ja, Platz machen für König Luft geben oder wieso? Und damit auch Springer H3 gemacht, G4 vielleicht, nicht kommt. Vielleicht, nee, H3 ist eher so ein Luftloch, vielleicht mit G4, G5 Ideen, weil er sieht ja schon, er ist am Damenflügel mehr oder weniger hinüber. Auch der nächste Zug ist logisch, den Schwarz gemacht hat. Denn wieder, was Turm A2 muss doch kommen, oder? Turm A2 läuft dir nicht weg. Das ist die psychologische Komponente. Er kann Turm A2 nicht verhindern, richtig? Das heißt, wir müssen nicht etwas spielen, womit unser Gegner automatisch rechnet. Wir haben dafür Zeit. Ja, man könnte die Dame vielleicht die D3, Dame? E2, F2, A4. Ja gut, aber welche Figur steht ein bisschen komisch? Der Springer auf D2 oder die Bauern? Ich rede von den schwarzen Steinchen. Ach so, das ist unser Springer. Na, der, die Nein, unser Turm natürlich. Den haben wir ja Platz gegeben. Ja, genau, deswegen macht ja Sinn, erstmal Turm E8 zu machen. Wir gehen erstmal auch aus irgendwelchen Angriffsmöglichkeiten raus, decken die Kronenreihe, eventuell vertrippeln wir sogar, wissen wir nicht. Aber Turm E8 macht Sinn. König H2 und auch B6 war ein netter Zug. Wir legen so ein bisschen die Bauernkette am Damenflügel fest. Ja, das ist wieder diese Großmeistergeschichte. Und man hat Zeit in der besseren Stellung, also macht man einfach nur ganz leichte, bessere Züge. Und wir erhöhen den Druck auf E4. Das heißt, er muss sich immer auch mit solchen Fragen beschäftigen. Noch nicht, aber vielleicht mal, ja. Irre. Es kam Turm F2 und jetzt ist eigentlich alles bereit, um weiter in die Stellung einzutauchen. Jetzt kam Turm A2, Dame D3, Turm A3, wurde ein bisschen geärgert. Wie frech. Genau, es kam Dame B1 und jetzt bist du wieder am Zug. Der nächste Zug ist auch logisch. Ist er das? Ja. Mein Gegner will nichts. Welche Figur können wir verbessern? Mein Gegner will nichts.
Na gut, ich meine, er hat ja gerade nicht irgendwelche Züge gemacht, die uns jetzt in irgendeiner Hinsicht schaden. Na, unseren Turm halt wieder, ne? Oder Wir musste wollen da den Turm auf bleiben? W8 irgendwann auf A8 Ja, sehen. also müssen wir die Richtig. Dame zu. Wo geht's hin? Was ist besser? A4, glaube Genau, ich. A4 einfach auch ein bisschen Druck auf C4. Dame auf A4 steht toll. Springer H4 und Turm A8. Jetzt kam Springer F5. Und jetzt ist wieder die Frage, bei solchen Zügen, vor allem bei Zügen, die in unser Lager mehr oder weniger eindringen. Ja? Springer F5 ist jetzt unser Lager. Unser Lager ist Nummer 8 bis 5 und weißes Lager ist 1 bis 4. Das heißt, wieder die Frage, was will er? Ah, er will auf H6 nehmen mit Schach. Ja, das droht noch nicht. Ach nee, Das stimmt, ist das noch, droht noch nicht. das droht noch Entschuldigung. nicht. Oh wow, was ist denn heute los mit mir? Na gut. Nun, er könnte ja auch die Türme verdoppeln und die Dame da so rinbringen, oder nicht? Nee, er hat mit Springer F5 eine andere Idee, die ihn eventuell helfen Aha, könnte. Schach auf E7 und dann zu C6? Ja. Okay. Und damit würde er den Druck auf E5 auch erhöhen. Und das wiederum, der Springer auf C6 ist schon ein bisschen lästig, weil der übernimmt dann sehr wichtige Deckungsfunktionen, kann auch nicht so richtig vertrieben werden. Das heißt, was machen wir? Wir verhindern das mit König F8. Ja. König Ah, F8, Schach kann so so einfach einfach. sein. Tja. Statt König F8 kann man natürlich auch sagen, man geht ins Endspiel. Das war aber noch nicht in Gukesh Sinn, weil er wusste, wenn es wirklich mal brennt am Königsflügel, kann er immer noch Turm A1 machen. Deswegen König F8, Turm EF1 und jetzt brennt's am Königsflügel, deswegen jetzt Turm A1. Okay. Ne, weil jetzt droht ja schon so allmählich so Springer schlägt H6 Geschichten. Damit D3. Und Dame B4 macht den Weg für den anderen Turm frei. Und jetzt natürlich an der Stelle hat sich ja, Wiedit mehr oder weniger in eine verzweifelte Lage gestürzt. Die Stellung ist schon sehr schlecht, positionell gesehen. Aber jetzt eben irgendwie eins auf Opfern zu machen, war dann doch zu viel des Guten. Ich bin nicht sicher, was er hätte machen sollen, weil die Stellung ist schlecht und daran ist nichts zu rütteln. Aber er hat seinen Untergang mit C5 einfach beschleunigt. Besser wäre gewesen, damit C2 zu machen. Ist zwar nicht schön, aber hier zumindest, zum Beispiel Dame D3, Turm C1, ist er noch nicht ganz verloren, wobei die Stellung objektiv auf dem Niveau so oder so vorbei ist. Gut, C5 war ein Baueropfer, was aber nicht wirklich viel bringt. Und jetzt kommt der schöne Teil in der Partie, Arne. Jetzt erst. Erst jetzt sind wir mit der Taktik am Ende, nee, sind wir mit der positionellen Geschichte am Ende. Das Tolle ist, Oh, am jetzt kommt die Position. Taktik. Weil wir durch die positionelle Partie haben wir so gut gespielt, dass jetzt die Taktiken Ja, folgen. eine gute, dominante, positionelle Stellung hat immer Taktik mit drinne, weil eben das bedeutet auf gut Deutsch, dass der Gegner so schlecht steht, dass Taktik und solche Sachen funktionieren. Das heißt, du darfst jetzt versuchen, die Partie zu Ende zu bringen. Der nächste Zug ist noch leicht. Okay, Dame Genau, E1. Dame E1, jetzt kam Turm E2. Nächster Zug. G1 Schach. Ja, König G3, nächster Zug. Springer H5 Schach. Ja, König H4, nächster Zug. Okay, jetzt muss ich kurz kalkulieren, aber es droht ja schon matt, wenn nach Springer F6, also Springer D zu F6 Richtig. mit G5. Genau, jetzt hat er genommen auf H6. Und hier natürlich gibt es schon viele, viele Möglichkeiten, aber Gukeshs Zug war sehr originell. Jetzt ist die Frage, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Na gut, Dame Ja, H2, okay. droht matt auf G3, muss Springer F5 kommen, der einzige Verteidiger. Nächster Zug. Jetzt denken wir logisch. Jetzt denken wir logisch sogar. Springer F4? Wenn der Springer auf F5 eine lebenswichtige Aufgabe erfüllt, er deckt das Matt auf G3, würde uns das zu welchem Entschluss bringen? G6? Oder? Statt G6, was gibt es noch? Das geht, Wie Moment, kann ich man sehe den es Springer nicht. auf F5 noch angreifen, außer mit G6?
Welche Figur kann ich verbessern? Den Turm zu ja. F1. Und der Vorteil ist, dass wenn wir auf F5 mit dem Turm nehmen, drohen wir auch noch G5 matt. Deswegen ist das schlauer als G6. Verstehe. Darf ich kurz fragen, warum geht ein Springer F4 nicht? Ich will es nur einfach wissen. Geht bestimmt auch. Geht bestimmt auch. Finde ich den total cool. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es geht. Das ist die Frage. Du nimmst weg, Dame schlägt F4 und dann... Ja, und dann droht G5, dachte ich. Aber vielleicht komme ich nicht rechtzeitig ran. Ich würde wahrscheinlich wohl nach Springer F4 den Springer ignorieren und damit C3 da irgendwas machen. Ja, dann gewinne ich ja eine Dame. Eine Dame? Nach Dame C3? Nach Dame C3. Achso, ja, aber dann Springer G6 matt. Nee, König G5. Noch nicht matt. Ah! Okay. Ja, gut, das ist auch bestimmt gewonnen. Ich glaube, hier führen viele Wege gut nach Rom. Es kam Turm F1, G4 und Turm schlägt F5. Die Dame kann nicht genommen werden. Wegen G5 matt und zack. Sehr zack, cool. Zack, mit Aufgabe matt auf H3. Aber gut, das war jetzt der schöne Abschluss zum Ende, aber viel interessanter waren die zwei Knackpunkte mit B5 als auch der Knackpunkt mit Turm AE1 oder D5. Ja, das stimme ich dir zu. Das war in der Tat mal wieder sehr informativ. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.